Jetzt wirst du erstmal ein bisschen bewegt. Ja, toll, in den Klamotten. Naja, egal. Bewegen wir es einfach, ne? Mit Reithelmen. An der Longe. Kommt bestimmt immer ganz gut. Ja, nicht hinfallen, Kim. Nicht so wie beim letzten Mal, wie du vorm Klo kamst und hingefallen bist. Diese Kim. Schon besser. Kann ich auch mal alles hier überblicken. So, Pferdchen. Dann lauf mal schön. Ja! Furchtbar heute, furchtbar. Da bringt doch eigentlich den Orten noch nicht mal wahrscheinlich der Leistung eigentlich auch Spaß dabei, oder? Das nervt irgendwie schon so ein wenig. Weiß aber nicht, was man dagegen noch tun kann. Doch, obwohl ich wüsste schon, das andere WLAN-Teil einfach wegtun. Dann einfach nur den WLAN-Router einfach wieder nur benutzen von Kabel Deutschland. Das wäre bestimmt schon eine Hilfe. Weil das Teil bringt ja irgendwie überhaupt nichts. Das soll eigentlich mein WLAN-Teil eigentlich, also dass es vor allem vergrößern und vor allem auch gut durch die Wände gehen soll, aber sieht man ja, wie toll das funktioniert. Super tolles Teil. Und dafür kostet es auch noch so viel Geld, ey. Ich meine, wir haben es zwar geschenkt bekommen, aber trotzdem. Das finde ich irgendwie trotzdem denn nicht mehr so wirklich schön. Oh Mann, das ist doch, heute ist doch wirklich der Wurm drin, ey. Warum kann das nie nochmal so toll sein wie letztes Wochenende mit YouTubers Live, der Livestream? Ich verstehe diese Scheißtechnik manchmal einfach nicht, ey. Ist doch echt nervig.
Weil für euch Zuschauer ist es, muss ja echt total nervig sein. Ich meine, ich kriege es ja halbwegs sozusagen nicht mit, weil ich hier ganz normal. Okay, jetzt soll anscheinend der Leistung wieder da sein, ey. Oh, ey. Boah, Mann, ey. Das regt mich heute auf, ey. Es bringt doch echt keinen Spaß irgendwo. Das vor Weihnachten irgendwo. Ah, da könnte ich gerade ausflippen, ey. Das macht mich heute echt nie. Macht mich einfach nur stinkig irgendwie. Okay, danke, Gamecode-Programmer. Es regt mich trotzdem auf. Wie soll man denn so denn nur gescheiten Livestream machen überhaupt und euch was Ordentliches präsentieren? Ich meine, wenn er ab und zu mal abbricht, will ich ja nie noch mal was sagen, aber jetzt ist es irgendwie nur noch jede paar Minuten gefühlt, wo er einfach abstürzt und Gefühl auch jetzt im Moment meistens sehr, sehr lange braucht, dass endlich mal wieder was hinhaut. Oh, hi, Triad. Ich hoffe, ich hab dich... Ich nenne dich einfach Justin, okay? Hallo, Justin. Oh, danke schön. Schön, dass ich einen neuen Abonnenten hab. Freund, der auch schreibt. Hey, finde ich toll. Und dann kriegst du auch schon gleich mit, dass ich, wer weiß, ich hier sauer werde. Das tut mir echt leid. Aber was soll ich machen? Da kann man doch echt nur sauer werden und fuchsig werden, oder? Also finde ich irgendwo. Wir sind ganz schön ins Schwitzen gekommen. Ja, das fährt vielleicht, aber du doch nicht. Okay, dann ist ja gut. Ich hab's nicht so mit den Namen. Naja, mit den Namen eigentlich schon, aber ich hab mal, also ich verspreche mich irgendwie immer ganz gerne. Aber Justin kann ich aussprechen. Das kriege ich gerade noch so hin. Möchtest du erst was trinken und was essen gehen, Pferd? Bevor ich dich putze. Ja, nein, vielleicht. Schau mich noch um, Pferd. Gleich ist der Tag eh vorbei. Und dann
standest du ja nur auch nur doof rum. Super. Dafür bewegt man dich so viel.